Auch wenn es vielleicht danach aussieht. Dieser Mann ist kein Vertreter für Bademoden. Und diese junge Frau ist keine Surferin. Martin Grunwald ist experimenteller Psychologe, die junge Frau magersüchtig. Bei magersüchtigen Patienten ist es eben so, dass diese Patienten ihren Körper als etwas Dickes und Aufgedunsenes erleben. Wir suchen nach einer Idee, um dieses verkorkste Körperschema sozusagen zu restaurieren. Mit dem Ziel, dass die Patienten ihren Körper so erleben, wie er wirklich ist. Der Leipziger Martin Grunwald hat sich der Haptik verschrieben, dem Tastsinn. Wir müssen nicht unbedingt sehen können und nicht unbedingt riechen können, aber fühlen, das ist allen Lebewesen gemein. Es gibt keinen Organismus, der leben könnte, ohne ein Tastsinnesystem. Einzigartig in Deutschland, das Haptiklabor. Es gehört zur Uni Leipzig, muss sich aber komplett selbst finanzieren. Vieles im Labor ist daher Marke Eigenbau. Die Erforschung des Tastsinnesystems ist jetzt nicht unmittelbarer Mainstream. Das muss man wollen und da muss man auch entsprechende Risiken eingehen und man zahlt auch dafür einen gewissen Preis. Die Geschichte mit dem Neoprenanzug begann bereits Mitte der 90er Jahre. Für Grunwalds Doktorarbeit sollten Probanden Tiefenreliefs ertasten und anschließend zeichnen. Währenddessen wurde ihre Hirnaktivität gemessen. Eine Teilnehmerin fiel dabei völlig aus dem Rahmen. Die junge Frau war nicht in der Lage, die Strukturen zu erkennen und wiederzugeben. Das war eine junge Studentin, sehr anspruchsvolles Studium. Sie konnte also keine schweren kognitiven Einschränkungen haben und es gab keine Erklärung für dieses Phänomen. Grunwald forschte nach und stellte fest, die Probandin war krankhaft dünn. Er wiederholte die Studie, diesmal ausschließlich mit Magersüchtigen. Die Bilder aller Patientinnen waren völlig verzerrt. Und bei allen war ein für den Tastsinn wichtiges Hirnareal weniger aktiv. Es gibt in unserem Gehirn ein Modell unseres Körpers und das ist das Körperschema. Wenn Menschen Probleme haben, Tastinformationen zu verarbeiten, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der zentrale Prozessor, der auch das Körperschema quasi konstruiert, dass der nicht richtig funktioniert. Lässt sich das verzerrte Körperschema von Magersüchtigen korrigieren? Grunwald ist überzeugt, die üblichen Psychotherapien allein reichen oft nicht. Ich habe nach einer Idee gesucht, die unabhängig von Sprache dazu führt, dass das Gehirn quasi aufwacht und sich sagt, hey, das ist mein wahrer Körper. Eine Bekannte, sie ist Lehrerin, erzählte ihm eines Tages von ihren magersüchtigen Schülerinnen. Die sagte mir, die Mädchen gehen gerne schwimmen. Ich sage, huch. Es ist doch aber kalt. Ja, die gehen nicht gerne schwimmen, weil sie schwimmen gehen wollen, sondern weil sie gerne diesen Badeanzug anziehen. Es ist die entscheidende Idee. Ein hautenger Anzug. Magersüchtige sollen durch den Druck ihren Körper in seinen realen Dimensionen spüren. Der Pilotversuch. Eine Patientin bekam einen maßgeschneiderten Neoprenanzug. Sie trug ihn dreimal täglich für eine Stunde unter der Kleidung. 15 Wochen lang. Und die Patientin nahm zu. Die Patientin beschrieb dann auch so ganz eigentümliche Dinge, dass sie zum Beispiel auch Körperkälte wahrnimmt oder dass sie wahrnimmt, wenn sie etwas isst, dass ihr Körper sich dann warm anfühlt. Und sie beschrieb das als völlig neue Erfahrungen, die sie gemacht hat. Diese Ergebnisse hat Martin Grunwald vor über 10 Jahren veröffentlicht. Immerhin setzen einige Therapeuten den Neoprenanzug inzwischen als Teil ihrer Therapie ein. Aber seine Suche nach Geldgebern für eine Erforschung des Wirkmechanismus war bis jetzt erfolglos. Man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, dass sich neue Ideen, insbesondere in der akademischen Welt, sehr, sehr, sehr langsam fortpflanzen. Das muss man einfach so sehen. Ne? Das Video ist ja schon vorbei und ihr seid immer noch hier. Das heißt, ihr mögt Wissenschaft, ihr müsst sie abonnieren, es führt kein Weg dran vorbei. Abonnieren, Glocke drücken. Jetzt.